Meine 77 Millionen 100.000 Fußballfans, herzlich willkommen zurück zum 19er Alu, dem Schanzer Fußball Talk. Heute hier immer noch aus dem wunderschönen Vereinsheim des SV Hornwör in Ingolstadt. Bei uns immer noch der begnadete DJ und Rockmoderator von Bayern 3, Tom Glas. Tom, wir haben jetzt im ersten Block gesprochen auch über den FC Bayern viel, weil du auch da beheimatet bist, ist ja auch in Ordnung. Brauchst dich nicht schämen. Zum Schluss vom letzten Block haben wir uns immer noch auf die Medien eingegangen. Und wie läuft das eigentlich bei euch ab? Müsst ihr auch bei Bayern 3 so medienkonform, mainstreammäßig berichten? Erzähl ein bisschen was über die Redaktionssitzung. Gut, das ist natürlich die Frage, jetzt bin ich nicht in der Sportredaktion, muss ich dazu sagen. Ich kriege das natürlich mit, weil auch ihr habt am Dienstagabend immer Sendung und da vor dem die Champions League noch rein vom Bayern. Ist die Frage, medienkonform oder mainstreammäßig. Der FC Bayern ist natürlich ein großes Thema. Ich weiß, dass die Nürnberger, Fürther, Augsburg immer ein bisschen jammern, weil sie sagen, oh, FC Bayern ist überall vorne dran, auf jedem Titelbild und in jedem Bericht. Es ist halt auch der Verein, der die meisten Menschen bewegt. Das ist halt ganz einfach so. Mhm. Natürlich musst du da immer ein bisschen aufpassen, gerade als Bayerischer Rundfunk, der in München sitzt, dass die Nürnberger sagen, naja, Club kommt nicht dran, die sind eh so münchenlastig. Also musst du natürlich da schon immer schauen, dass du diese anderen Vereine auch noch mit unterbringst, auch zu Recht natürlich unterbringst. Dass der FC Bayern mit seinen, was weiß ich, 180.000 Mitgliedern und 45.000 Fanclubs und 46 Millionen Fans weltweit natürlich einen ganz anderen Stellenwert hat, als jetzt momentan Kräuter führt. Also Kräuter muss mehr Fans quasi wie der FC ja, Bayern. Das ja, ist die einzige Institution eigentlich. Ist natürlich auch klar. Es ist jetzt nicht so, um jetzt die Frage nach der Redaktionsarbeit zu beantworten, dass man sagt, naja, ein Viertes interessiert uns gar nicht, logischerweise. Mhm. Wenn jetzt sich der vierte Ersatztorwart von links bei Augsburg verletzt, ist das jetzt natürlich nicht die große Meldung. Das ist nicht einmal in Augsburg eine große Meldung. Mhm. Natürlich. Aber jetzt zum Beispiel, wir hatten vorher das Thema Pyrotechnik, Gewalt im Stadion, wo jetzt heute der Donaukurier auch berichtet hat. Könnt ihr da auch mal sagen, okay, das ist jetzt alles Humbug? Ich meine, auf jedem Oktoberfest passiert wesentlich mehr als gesehen über die ganze Bundesliga-Saison. Da hauen wir jetzt mal einen Flock rein und jetzt sagen wir mal gegen den Mainstream was ganz anderes. Das können wir schon. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob das die Aufgabe von Bayern 3 ist. Bei Bayern 3 hast du natürlich so ein breites Massenprogramm, wo der Sport ja immer so häppchenweise angeboten wird. Mhm. Da hast du mal da eine Einblendung, da ist was beim FC Bayern los. Das war eher so eine Geschichte für heute im Stadion, wo du einfach zwei Stunden mal wirklich so einen Block hast und das machst. Mhm. Das wäre schon besser. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Hoeneß bei uns anruft und sagt, du, die Körperscanner, das sind halt die größte Erfindung seit geschnitten Toastbrot, macht's da was drüber, dann macht nichts drüber. Also das auf gar keinen Fall. Und du sagst natürlich auch, wenn jetzt FC Bayern scheiße spielt, dann spielt er scheiße. Und dann sagt der Report, es ist ein Grottenkick, nicht zum Anschauen. Ohne dass der Hoeneß jetzt gleich anruft und sagt, jetzt wird's aber eng für euch. Aber das ist ganz klar. Mhm. Aber prinzipiell gibt's jetzt No Limits bezüglich Limits. Also wir haben da hat es ja schon Ärger gegeben, weil halt auf Pressekonferenzen oder so dann einige Reporter halt einmal reinhauen oder Fragen stellen, wo jetzt der Uli nicht so froh ist. Aber nachdem jetzt unsere Fußballkomödie über Lothar Matthäus, wo er doch eigentlich als Depp ein bisschen wegkommt, immer noch lacht und wir sogar mal erfahren haben, dass die angeblich mit Hochgenuss, zumindest eine Zeit lang am FC Bayern Bus immer gehört worden ist, ist das eigentlich. Also ein ganz faires, entspanntes Verhalten. Du kannst natürlich auch dich nicht so instrumentalisieren lassen. Wenn du jetzt irgendwie da Scheißspiel als Gold verkaufst, dann hast du irgendwann beim Hörer oder beim Fan einfach wirklich verspielt. Und das ist wirklich eine Geschichte, das ist sehr auffällig, gerade in den Medien, dass der Sportfan extrem kritisch ist. Also dieses berühmte Schalke 05 oder so, wenn du jetzt sagst, also der erste FC Bayern hat gespielt, dann hast du 15 Mails und 35 Anrufe, die sagen, okay, er kennt sich wohl jetzt gar nicht aus. Mhm. Also da ist natürlich schon, die passen da extrem auf und verfolgen das eigentlich. Ja, also was uns halt auch auffällt, ist halt, die Titelseiten von einer Sportbild ist halt meistens FC Bayern. Gut, verkauft sich gut, haben wir in der Pause schon drüber gesprochen. Uli schaut da gut aus. Ja. Natürlich so. Das ist das Erste. Und dann, wie gesagt, oder auch es bewegt halt die Menschen. Also natürlich kann ich jetzt, wie gesagt, einen Torwarttrainer von Paderborn drauf machen. Das werden wir nicht entscheidend in der Auflage weiterbringen. Das muss man einfach so sehen. Okay. Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Inflationäre Stadionhymnen ist ja auch, wird immer auch gerne genommen. Deine Freunde von AC/DC werden
beim FC St. Pauli gespielt. Ja. Mit Herz damit Berz. Kann ich gut leben. Damit kann ich gut leben. Okay. Gut, wenn es bei St. Pauli gespielt wird, ist es in Ordnung, aber ja. Die laufen ja in Hofstetten und Pförding auch. Also, ja, das, hat das ist die Inflation. Ein bisschen überhand genommen, aber ich will jetzt kaum zu nahe treten. Es gibt natürlich auch Sachen, wo dann die örtliche Lokalband nach 2 Stunden im Übungsraum sagt, jetzt schreiben wir auch Hymne und das wird dann nochmal da durchlassen. Das klingt dann natürlich dann, gut, passt ja am Spielniveau natürlich ein bisschen an, aber das ist dann auch nicht so edel. Also, man aber konnte immer streiten, also wenn jetzt gut was, als Torhymne. Was erwarte ich mir da als Stadionhymne? Also wir haben, ich habe vorhin über unsere Bundesliga-Tour erzählt, wir haben uns die ersten Jahre den Spaß gemacht, immer CDs zu machen über die ganzen Stadionhymnen, über die ganzen Vereine. Da damals 97, wenn wir das erste Mal waren, in Würzburg studiert, da war das für uns nur Wahnsinn, dass Lieder gab über Duisburg und Preußen-Münster und ETSV 1905, Bremen oder so. Diese Lieder sind einfach. Die sind zum Mitsinger. Was immer hat also was für euch bei der Tour das ist. Das, klar, ja, ja. Das ist natürlich ja. Dazu. Und das will ja, ich ja. Also da war ich nicht ein musikalisch hochgestammtes, sondern was ja. Einfaches, das ins Wort das ist klar. Das musst du nach 2 Promille noch Mitsinger kennen und Juhu und lustig ist. Und nach 3 schon. Also ich muss sagen, also Hoffenheim, glaube ich, hat Bots, was wollen wir trinken, 7 Tage lang. Ja. Das ist genau die Hymne, die dieser blöde Verein auch verdient hat. Das ja. Muss man jetzt einmal ganz ehrlich sagen. Also das ja. Friert es mir natürlich schon. Aber sonst ist nicht Gladbach Scooter, düpp, oder? Klappe ja, jetzt. Das verzeiht er uns nie. Ja, aber diese Abgründe muss man mal schaffen lassen. Ja. Na, letztes Wochenende bei Greuther Fürth gegen Gladbach, das war schön, Einlaufmusik, Red Hot Chili Peppers. War cool. Also geht doch. Don't was stop, was mir cool. Jetzt im Stadion mittlerweile, also was mich brutal nervt, ist, dass du 30 Minuten vorm Spiel in der Halbzeit und die 10 Minuten nach dem Spiel bedonnert wirst mit ja. Musik. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Ich wollte letztes Mal Ringsburg gegen Köln in der Halbzeit eine bekannte Anrufe, weil wir ausgemacht haben, die sind zu 8 gestanden und wir zu dritt. Rufst die schnell zusammen, wir sind da, ihr da. Es ging nicht. Du hörst die nicht mehr am Telefon. Du kannst auch mit dem Nebenmann eigentlich in der Halbzeit keine 5 Minuten in Ruhe reden, muss weil nur nicht, weil Mist kommt. Weil es ein iPhone gibt und du schaust deine ja. Uhr in das iPhone. Ich habe kein iPhone. Hast du ein iPhone? Anders als die meisten also, Leute. Man unterhält sich ja nicht. Ist natürlich so die Frage. Das heißt, für uns zwei Oldschool-Typen ist sowieso vorbei. Die andere Frage ist natürlich, muss man jetzt natürlich auch ernsthaft stellen, sollen jetzt 69.000 Leute im Allianz Arena sich langweilen, weil du mit deiner Freundin telefonierst. Einfach mal 10 Minuten Ruhe geben und nicht jeden Krampf. Also was ich wesentlich schlimmer finde, und dann müssen wir jetzt mal kurz, ja. Ingolstadt ist eine Eishockey-Stadt, dass ja bei jeder Spielunterbrechung irgendwas neu gekaut wird. Es kommt kein Fangesang, nichts mehr auf, weil sobald es irgendwie abpfiffer wird, kommt Ja, aber komm, das war ja noch schön, wie eine Musik kam. Also ich war ja ein, zwei Mal im Eishockey und da kamen die Unterbrechungen keine Musik mehr, sondern Werbung. Da wirst du mittlerweile mit Werbung beschallt und da war mir die Musik noch wesentlich lieber. Ja. Ja. Gut, es gibt Musik, da ist man die Werbung noch lieber, aber trotzdem, im Prinzip ist es einfach schade, weil das Stadion halt davon gelebt, dass du halt einfach mal einen Fangesang aufbaust oder so etwas schwierig ist. Eben. Und wie sagst du jetzt, FC Bayern und der FC Ingolstadt, haben wir beide dieselbe Band für die Hymne? Ja. Wie gefällt dir das? Also ich muss sagen, Sterne Süden, da bin ich als Bayern-Fan natürlich jetzt schon ein bisschen befangen, aber das ist eigentlich eine ideale Hymne. Das ist, wie du sagst, das ist nicht zu blöd, das kann man gut mitsingen, der Text ist natürlich schön, der Lessmann, Klausi sind es schön, der Willi Astor, glaube ich, hat er da mitgeschrieben. Die vom FCI, die haben wir jetzt extra noch angehört, muss ich sagen. Ja, ist auch okay. Also es ist halt das, also, was eine Hymne erfüllen soll. Mir gefällt es gut, ich habe schon oft gehört und ich verbinde viel auch mit dem Lied und dieser Hymne und ja. Bin seit Jahren dabei. Also mir geht es immer noch. Also wie wir gesagt haben, durch. Du musst ja keinen musikalischen Originalitätspreis, das ist muss ein einfaches Ding zum ein bisschen Emotionen wecken und dann ist das schön. Also das ist beim FC schon okay. Du hast also, vielleicht ja. Was anderes lieber gehört gelassen. Ja. Nein, das passt schon. Ja. Und man kommt von Hotwire, eurer Band, deiner Band, wo du Schlagzeuger bist? Das kann nicht kein Mensch verzeihen, natürlich. Da rufen wir Preise auf. Das ist okay. Susi Sonnenscheingang hat billig hier. Ja, also ja die würden wir auch mal gern wieder sehen, vielleicht zusammen mit 19 Jahren. Also, wir wollten ja für Team Wiese haben wir mal das schöne Mädchen von Seite 1 aufgenommen. Das wollte dann nicht. Gut, komm mal. Das geht für einen Sascha Kirschberg. Komm mal. Der auf Seite 3, war der was. Von der Hymne auch vom FC Ingolstadt zum FC Ingolstadt selber. Was sagst du zurzeit zur Entwicklung allgemein? Ja, ich bin ein bisschen schockiert, weil ich habe mich eigentlich schon daran gewöhnt, dass ich am Ende der Hinrunde mal die Tabelle umdrehe und sage, oh, jetzt stehe ich was rum. Sprich, die haben wir immer grottoös die Hinrunde gestaltet. Jetzt scheint es relativ gut zu laufen. Also gut, die haben natürlich den Kader ein bisschen aufgepimpt, wie man sagt.
Was jetzt ich euch einmal fragen will, dass ich auch mal eine Frage stelle, was ich nicht ganz einschätzen kann, ist, wie viel Anteil hat jetzt der Thomas Orwell dran? Ist die Mannschaft einfach so gut, dass die gut spielen? Wenn es scheiße läuft, sagt man, ist der Trainer, oder macht er einen guten Job? Ja, hast du das nicht mitgekriegt? Verfolgst du Ingolstadt nicht so? Ich erfolge schaust du die 19 Ahnung nicht an? Oder? Natürlich, aber ich folge schon immer die Ergebnisse. Ich kann bloß, wie gesagt, diese Arbeit von ihm nicht einschätzen. Ist das alles okay? Oder ich will jetzt einen schlecht reden. Nein, das schaut ziemlich nach Ziel und Plan aus, was der macht. Wenn du vorher einen Müllmann gesehen hast, da mal 5-3 daheim gegen Bochum nach 3-1 Führung. Also da war hinten einmal, wie Dynamo Ecstasy, wenn ich gefeilt habe, war halt dann Polen offen. Da war halt dann der Schwarz und der Schießen und du. Und nein, also die stehen ja wieder eins hinten. Also. Tommy? Ich finde, sie haben halt einfach den Kader, wie du gesagt hast, erweitert. Das war das erste Mal heuer im Sommer eine vernünftige Einkaufspolitik da, wo du zu dem Saisonstart gesagt hast, boah, jetzt haben wir ein Team, mit dem geht was, und dadurch sind Alternativen da, und dadurch, glaube ich, wirst du auch gefordert als Spieler. Dadurch musst du dich in jedem Training reinhauen. Du magst, es ist überhaupt schon mal eine Aufgabe im Kader zum Seihaar beim FC, und da gibt es Spieler, die sind nicht mehr im Kader, und dann magst du auch spielen, und dann musst du Leistung bringen und ja, dann planen. Durch so Defensivfußball erstmal und das Spiel in Braunschweig, muss ich wirklich sagen, auch wenn wir da 3-0 verloren haben zum Beispiel, das war das Beste, was ich seit Jahren gesehen habe. Sie hätten es auch gewinnen können. Sie haben unverdient verloren. Und wenn man danach das Interview vom Leitl gehört hat, wo der Leitl wirklich mit Emotionen gesprochen hat und dem hat es gestungen, dass man verloren hat, da siehst du, dass die Mannschaft ein wirkliches Ziel hat und dass die Mannschaft vorne mitspielen will. Und das können sie auch nur, weil sie eine Qualität haben und weil sie, glaube ich, auch einen Coach haben, der weiß, was er mit dieser Mannschaft machen will und ein Ziel hat. Und dem es auch egal ist, wenn es heißt, ah, ihr spielt jetzt da keinen schönen Fußball, sondern er hat einen absolut zielorientierten Fußball, und das muss man akzeptieren. Gibt es in der zweiten Liga einen schönen Fußball? Ist die andere Frage. Ja, Mama. Was nur auffällt, wenn neue Männer reinkommen, also der Schäffler kommt oft in der zweiten Halbzeit, der Kortmann hat es jetzt gegen Ding, die sind sofort integriert ins Spiel. Da wo du manchmal andere Vereine siehst, die müssen erst mit 10, 15 Minuten schauen, wo bin ich überhaupt, mit wem kann ich überhaupt zusammenspielen. Und die sind sofort auf ihrer Position effektiv. Also es stimmt auch in der Mannschaft. Naja, aber die stimmt nicht bloß in der Mannschaft, sondern die haben anscheinend von vornherein den Plan, wenn du für den kommst, gibt's dann so hast du das zum Tor. Und ob es in der Mannschaft stimmt, passt, ich glaube, das sind wir nicht mehr auch nah genug dabei. Also dadurch, dass der FC weggezogen ist aus der Stadt der Maus, verfolgt man das nicht mehr so, aber ich glaube, du musst einfach einen Erfolg. Also als zusammenfassend muss ich wirklich sagen, mich gefreut halt schon, weil du jetzt einfach mal ein bisschen Luft hast, einfach zum Atmen. Kannst du mal eins verlieren, ohne dass die Hektik ausbricht. Und ich denke halt, heuer steigst du jetzt wahrscheinlich nicht auf, nächster aber vielleicht. Das ist ja auch schöner. Das wurscht, aber du musst auch das aufbauen. Also es war jetzt ein Schmarrn, wenn du jetzt einen Aufruf bist. Ich finde das schön, dass ich jetzt an fünfter Stelle stehe, immer mit so einem Abstand, 4-5 Punkte, dann schmeckst du ein bisschen hier, aber mehr so ist auch gar nicht sein, weil das muss sich entwickeln. In der ersten Liga haben wir nichts verloren. Derzeit noch? Nein, wirklich nicht. Das können wir mal so stehen lassen. Also Fürth hat es jetzt noch 7-mal knapp vorbei. Meinst die haben es jetzt mal wirklich, oder meins war auf einmal, die haben es verdient, dass jetzt mal ein, zwei Jahre umspulen, aber mir noch lange nicht. Also es ist ein Schmarrn. Gut, dann lassen wir das einmal so stehen. Nächstes Jahr spielt Gladbach wieder in der zweiten Liga. Dann schauen wir mal, ob die Fohlen nächstes Jahr wieder nach Ingolstadt kommen. Na, hoffentlich nicht. Toi, toi, toi. Also, jetzt haben wir über den FC Ingolstadt noch gesprochen. Im dritten Block wollen wir dann noch die Nationalmannschaft und natürlich Europapokal auch noch beleuchten. Bleibt also bei uns bei 19er Alu, dem Schanzer Fußballtalk. Bis gleich. Servus.